Kann ich aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, wenn ich arbeitslos werde? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Als Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de beschäftigen wir uns nicht nur um das ganz große Thema der gesetzlichen Rente, sondern auch um das Thema, wie komme ich aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung hinein. Und da gibt es ganz viele Facetten und Möglichkeiten, wie man aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln kann. Und jetzt zu der Frage, um die es hier eigentlich geht. Ich bin privat krankenversichert, 54 Jahre alt, bin gekündigt, Arbeitnehmer und muss mich bei der örtlichen Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. Komme ich aus der privaten Krankenversicherung heraus, weil ich arbeitslos werde und Arbeitslosengeld 1 beziehe? Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Mensch in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sein kann. Der Klassiker der Gründe, das kennen Sie, ist der Beginn einer abhängigen Beschäftigung oder zur Berufsausbildung. Ich rede jetzt über diese arbeitsrechtlichen oder über diese Beschäftigungsverhältnisse, die unterhalb der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen. Ein wenig bekannter Grund des Beginns einer Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Eintritt der Arbeitslosigkeit. Wer als Arbeitnehmer in Deutschland arbeitslos wird und Arbeitslosengeld 1 bezieht oder wegen einer Sperrfrist nicht bezieht, wird in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig. So steht es in § 5 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Sozialgesetzbuch Nr. 5 geschrieben. Wenn also unser Versicherter einen Arbeitslosengeld 1 Bescheid erhält und tatsächlich auch Arbeitslosengeld 1 bezieht, also Geld ausgezahlt bekommt, wird er kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig. Die Agentur für Arbeit sucht dann für ihn eine gesetzliche Krankenversicherung aus und führt dann die Beiträge dahin ab. Unser Versicherter muss daher nur noch innerhalb von 3 Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht seine private Krankenversicherung kündigen. Das ist ein ganz wichtiger Termin, 3-Monatsfrist, nicht vergessen. Und kann dann auch für die 3 Monate die gezahlten Monatsprämien von der PKV zurückfordern. Wichtig ist, dass mit der Kündigung gleichzeitig auch die Versicherungsbestätigung der jeweiligen Krankenkasse mit angeheftet ist oder mit enthalten ist, sodass die private Krankenversicherung die Kündigung nicht in Zweifel ziehen kann. Eine Ausnahme vom Wechsel gibt es. Ist unser Versicherter aber zum Zeitpunkt der Arbeitslosmeldung und Bezug des Arbeitslosengeld 1 über 55 Jahre alt, wird es nichts mit dem automatischen Wechsel. § 6 Absatz 3a SGB 5 verhindert dann einen solchen Wechsel. In diesem Fall bleiben Sie trotz Bezug Arbeitslosengeld 1 weiter privat Krankenversicherung. So ist die Grundregel. Auch davon gibt es wiederum Ausnahmen. Kurz nochmal für Sie zusammengefasst. Sie werden arbeitslos. Sie sind in der privaten Krankenversicherung versichert. Sie gehen bitte zur Bundesagentur für Arbeit und stellen einen Antrag auf Arbeitslosengeld 1. Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Arbeitslosengeld teilen Sie bitte der Bundesagentur für Arbeit mit, dass Sie privat krankenversichert sind. Dann wird Ihnen die Bundesagentur für Arbeit eine Krankenkasse, eine gesetzliche Krankenkasse zuweisen. Zum Beispiel die AOK Ihres Wohnortes. Sie erhalten dann von dieser Krankenkasse eine schriftliche Aufnahmebestätigung, dass Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung gesetzlich krankenversichert und pflegeversichert sind. Dann machen Sie bitte Folgendes. Sie kündigen umgehend Ihre private Krankenversicherung. Schicken Sie mit der Kündigung, mit dem Kündigungsschreiben auch die Versicherungsbestätigung Ihrer Krankenkasse dort mit hin. Bitte beachten Sie, Sie können innerhalb von 3 Monaten nach Feststellung der Versicherungspflicht bei Ihrer privaten Krankenversicherung rückwirkend zu diesem Termin die Kündigung aussprechen, dann bekommen Sie für maximal 3 Monate auch die von Ihnen zusätzlich gezahlten privaten Krankenversicherungsprämien zurückerstattet. Wenn Sie diese Frist versäumen, würde die Kündigung erst zu einem späteren Termin wirksam werden, aber Sie würden dann für diesen Fall die 3 Monatsprämien nicht zurückerstattet bekommen.
Wenn Sie Fragen zum Thema Wechsel PKV in GKV haben, nutzen Sie bitte unseren kostenlosen Wechselcheck. Mit diesem erfahren Sie, ob Sie aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können. Näheres zum Thema Wechsel PKV in GKV finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.